Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen speziellen Folge Asphalt Legends. Unite, mein Lieblingsspiel. Bleibt auch wahrscheinlich mein fürs erste lange mein Lieblingsspiel. Ich weiß nicht, ob ich dreistellige Let's Plays mache, aber wahrscheinlich wird dieses Let's Play dreistellig. Es wird nicht so sein wie die anderen Let's Plays. Dieses Let's Play wird einfach eiskalt dreistellig. Könnt tun und machen, was ihr wollt, aber ich werde dieses Let's Play trotz allem dreistellig weiterhin fortführen. Und ja. Wer hätte es gedacht, ne? Und Polizeimodus. So, wir spielen zum Einstieg. Werde ich jetzt jede Folge einmal online jetzt spielen. Wer, damit ihr auch Menschen auch ein bisschen online mitziehen könnt, machen wir jetzt online und gleichzeitig auch Dings in eine Folge rein. Und ja. Heute habe ich endlich Assassin's Creed Mirage angefangen, ein Spiel, worauf ich aber auch schon seit Jahren gewartet habe. Oh. Ich habe ein... Alter, man verdient so viel Erfahrung. Guckt euch das mal an. 250. So, ich mache 2 Runden online und dann... Ja. Junge, ich bin jetzt schon bei 180.000 Hacken, Alter. Und 113 A's, Alter. Das ist ja... Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber das ist echt, echt... Eine krasse Scheiße hier. Was hier manchmal abgeht, ist echt einfach der absolute Scheiß. Krasse Bullshit. Manchmal frage ich mich echt, warum ich manchmal automatisch aufzuzocken, wenn ich ganz genau weiß, dass Asphalt Legends mir auch mehr Tacken reinhaut. Ich glaube, in dem Spiel, wortwörtlich in diesem Spiel, habe ich nicht ein einziges Mal Echtgeld benutzt, oder? Doch einmal habe ich es, aber das war nur 4 Euro. Das ist nicht mal gerade recht viel.
Junge! Was denn gerade? Langsam gewöhne ich mich ans Türken. Digga. Ich war der Letzte, der noch überlebt hat. Alter, ich war der Letzte, der noch überlebt hat mit zwei Leben. Oh Mann, ey, Leute. Warum? Als einzelner Überlebender, das ist doch langweilig. Warum müsst ihr immer sterben? Ach du Scheiße. Na kommt, heute öffne ich mal endlich wieder so eine. Okay, oh Gott, mein Ohr. Eine Packet. Meine Haare sind jetzt im Ohr. Geil. I love it. Jetzt aber auch im anderen. Geil. I love it. Zum Glück, dass ich mir dieses Jahr noch die Haare wieder schneiden lasse. 13 von 30. Vom F-Typen. Aha. Wir gehen weiter in die Karriere. Akt 2. Klasse C Rennen. Ja, 1500. Zum Glück, dass der Dings Auto, was ich ja am meisten fahre hier. Das ist eigentlich, weil ich hier nochmal gewinne, das mit dem Chevrolet Camaro Z. Mit dem Scheißteil. Kann man noch nicht gewinnen. Ganz genau, wie scheiße dieses Teil fährt. So. Aber im Grunde ist es auch nur gewinne das Rennen. Mit dem Camaro. Oh Mann. Dieser Chevrolet hat ja nicht mal eine Chance gegen die Autos, die da rumstehen. Warum muss ich eigentlich jetzt auf einmal mit anderen Autos ein Rennen gewinnen? Muss ich das verstehen? Nein, gut. Hehe.
Oh mein Gott, trotzdem noch mit dem gewonnen. Das ist scheiße mit dem. Ich habe trotzdem mit dem Auto noch ein Rennen gewonnen. Alter, ich dachte, ich schaff's heute echt mal nicht, mit diesem Auto ein Rennen zu gewinnen. Ist eigentlich genau wie ein Schlag in die Fresse. Es ist unmöglich und es ist super nervig. Gewinne das Rennen. Rom. Eine neue Rom-Strecke hier. Ja, Kairo. Alter, nicht schon wieder. Gab es hier nicht auch auf der Flucht oder so? Nein, nur normale Rennen. Okay. Ich nix Deutsch, ich Russi. Guck mal, der hat 2 Sterne. Ich freue mich. Ich liebe diese Bemalung hier. Tim, der gute alte Tim. Mein Auto heißt jetzt Tim. Tim der erste oder der zweite? Hm, ich glaube der dritte. Der 24. Oh Mann. Das läuft ja super. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Das Auto ist jetzt schon der King. 4 von 10. Was kann ich dann danach machen, wenn ich die jetzt alle so abquäle? Boah, Alter. Er ist bei 1662. Das ist das schnellste Auto, was ich besitze gerade im Moment. Ja gut. Was soll man sagen? Ja, Mann. Ich will die Trophäe. Was war das? Piss dich. Hab noch gewonnen. Naja. Diese Rennen werden auch immer schwerer. Habe ich irgendwie das Gefühl. Blaupause, gewinne das Rennen. Für einen Porsche, den ich nicht haben möchte. Also jetzt nicht so gerne. Ich habe hier was Neues. Matt. Standard. Ja, aber ich finde weiß hässlich. Ich bleib bei Tim. Haube. Manchmal verstehe ich echt nicht, was soll da neu sein. Zeitrennen. Die ewige Stadt. Italien.
Mit dem LKW nochmal rein mitgenommen. Erstmal LKW mitnehmen. Wer kennt's nicht? Erstmal einen LKW mitnehmen. das ist ja eine neue Strecke hier. Gewinnt das Rennen. Schon wieder. Aufs Neue. Als hätte ich das nicht schon 10.000 Mal gemacht. Heißt das plötzlich wieder gewinne das Rennen. Ich habe irgendwie das Gefühl, desto höher das Level, desto schwieriger wird's. Ja, eklig. Das ist ja der Lotus. Piss dich. Junge, wie viele Strecken gibt es? Wie viele Meter sind das? Alter! Reingedriftet. Ach du Scheiße, das wird ja auch immer ekelhafter hier. Na, gefühlt werden diese Rennen langsam wirklich einfach nur noch abartig eklig. Gewinne das Rennen um 5 Blaupausen für den Porsche 911 GTS Cup zu bekommen. Wir machen jetzt nur noch die beiden, Fastrollen 2 und Schockwellen. Und dieses Auto ist einfach overpowered, dieser Lotus. Also Schockwellen 4, Fassrollen 2. Ich weiß ganz genau schon, wie man, wie ich das hinkriege, dass ich gleichzeitig Fassrollen und gleichzeitig aber auch das mit diesem Super Speed schaffe. Heißt jetzt nicht direkt am Anfang driften, sondern erst driften, wenn die Kurven kommen und dann direkt Nitro.
alle drei Aufgaben. In einem Rennen. Krieg das doch noch gebacken, Alter. Huh, das wird ja auch immer echt ekliger. Yes. Geil. Ja, schon wieder. Warum? Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der Folge Asphalt Legends Unite. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.